Schnelle, ich darf dir gratulieren. 0-2 in Wien Wiesbaden. Für dich ja ein ganz besonderes Spiel gegen deinen Ex-Verein. Der dritte Sieg in Folge fühlt sich bestimmt ganz besonders gut an, oder? Ja, natürlich. Jeder Sieg fühlt sich super an. Ja, und dass es in Wiesbaden ist, habe ich jetzt eher nüchtern betrachtet. Klar, ich habe hier Fußball gespielt, aber es ist ein Spiel wie jedes andere. Wir haben uns gut vorbereitet, sind super ins Spiel reingekommen und ja, dass es dann so ausgeht, ist natürlich super. Ja, es war wichtig, dass wir diesen Fluss und diese Erfolgserlebnisse mitnehmen ins Spiel und selbstbewusst wieder auftreten. Das haben wir getan und dementsprechend auch uns verdient, zur Halbzeit zu führen. Ja, ich glaube, da waren wir schon deutlich besser, mit mehr Möglichkeiten eben unterwegs und haben immer wieder auch Lösungen gefunden, um uns durchzuspielen, haben das da in der Phase auch sehr, sehr gut verteidigt. Zweite Halbzeit war es ein bisschen offeneres Spiel. Wir hatten weniger Ballbesitzphasen. Das hat mich ein Stück weit dann noch geärgert, wo ich sage, da können wir noch besser Bälle verteidigen, behaupten und sauberer kombinieren. Dann kriegen wir vielleicht auch noch mehr Möglichkeiten nach vorne hin. Aber nichtsdestotrotz haben wir nach hinten eben auch weiter super fleißig gearbeitet, wenig Möglichkeiten zugelassen. Und ein Zu-Null-Spiel tut uns sicherlich auch wieder gut. Also ganz, ganz toll, dass wir 3 Spiele in Folge gewinnen konnten. Freddy, aus dem Turban wurde ein zerschnittenes Pflaster nach 97 intensiven Minuten in Wiesbaden. Am Ende 0-2, da fühlt sich dieses Spiel wahrscheinlich wenig schmerzhaft an, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist nur eine kleine Wunde, ist jetzt nichts Dramatisches. Umso glücklicher bin ich, sind wir einfach, dass wir das Spiel gewonnen haben. Auch als Verteidiger freut man sich, wenn man auch dann zu Null noch spielt. Und ja, alles in allem ein großes Lob an die Mannschaft, hatten eine gute Einstellung, wie wir ins Spiel reingegangen sind. Von der ersten Sekunde an waren wir da und ich bin der Meinung, auch als verdienter Sieger hier vom Platz gegangen. Ich habe einen Schlag hinten so zwischen Achillessehne und Band bekommen, da ist ein bisschen Flüssigkeit reingelaufen und ich hatte dann nicht mehr so dieses gute Gefühl, dass es halt weitergeht und dann lieber eine frische Kraft reinschicken, der 100% fit ist und hat sich am Ende dann ausgezahlt mit Weid. Ich freue mich natürlich riesig für ihn, ja. Siege sind immer wichtig fürs Gefühl, auf jeden Fall. Das stärkt das Selbstbewusstsein nur noch mal umso mehr. Bekommt man noch eine größere Brust, muss ich sagen. Und ja, Siegen macht auch Spaß, definitiv. Und jetzt heißt es, das Spiel analysieren und dann regenerieren und dann auf Fürth gut drauf einstellen. Und dann kommt das nächste Spiel zu Hause. Heimspiel ist immer schön. Und dann wollen wir auch das Spiel gewinnen, definitiv. Ja, wir ich hatte großen Respekt auch vor der Leistung des Gegners, weil sie da schon auch Leute drin haben, die schwer zu verteidigen sind, mit Häuser, mit Lee, der reinkam, mit Parteien, mit Froze, die ja dann immer irgendwie auch kurze Drehungen haben, aber auch bei Flanken gefährlich sind, Schüsse aus der Distanz haben. Insofern waren wir gewarnt und wussten, dass der Gegner eben auch aufdrehen kann. Und umso schöner ist es, dass wir die kaum ins Spiel haben kommen lassen. Und zweite Halbzeit eben auch diese Phase, wo das Spiel so ausgeglichen schien, eben auch gut überstanden haben. Und das ist das, was wir Gott sei Dank jetzt auch können, dass wir so Spielphasen haben, wo wir dann besser sind und mal Phasen, wo wir ausgeglichen sind, vielleicht auch mal Phasen überstehen müssen, wo wir ein Stück weit schlechter sind als der Gegner, ohne ein Gegentor zu kassieren. Das ist uns heute wieder gelungen. Ich freue mich sehr über den Dreier und hoffe, dass eben auch den angeschlagenen Spielern heute, die sich verletzt haben, auch Semi in erster Linie, bei Schnelli sieht es, glaube ich, besser aus, aber bei Semi
hoffe ich eben auch, dass nichts passiert ist. Die haben auch ihre Qualität. Wir hatten, waren gut eingestellt vom Trainerteam, so wie sie spielen wollen, hatten einen guten Plan dagegen, so wie wir gegen den Ball spielen wollen und haben es dann als Mannschaft gut verteidigt. Jetzt, wenn man zu Null spielt, ist es jetzt nicht immer der Torwart oder die Verteidigung, die einen guten Job macht, sondern auch das gesamte Team. Das ist einfach da herauszuheben, weil es beginnt vorne mit den Stürmern, die anlaufen, die Druck auf die gegnerischen Verteidiger machen beim Aufbau. Und ja, das macht es uns dann als Verteidiger leichter. Heute war kalendarischer Herbstanfang. Der September hat voll euch gehört, oder? Ja, kann gerne so weitergehen. Also bis zum Winter können wir das gerne so weitermachen. Und dann ja, schauen wir mal, wo die Reise hingeht. Aber wir freuen uns einfach auf jedes Spiel, das wir haben. Und gerade macht es halt immens viel Spaß mit den Jungs. Ja, es tut sicherlich gut, ein bisschen durchzuschnaufen, aber für mich geht es eigentlich wirklich in den Modus, im Modus weiter, Spiel analysieren, nächstes Spiel vorbereiten und ob wir einen Tag mehr haben oder nicht. Das wird bei den Spielern vielleicht besser sein. Bei mir ist es so, dass ich sage, da geht die Arbeit relativ schnell weiter und die ist auch zwingend notwendig. Du bist aus Leipzig gekommen, die spielen Mittwochabend hier im DFB-Pokal in Wiesbaden. Wie fühlst du dich bisher hier nach deiner Leihe in Elversberg? Sehr gut, also fühle mich sehr gut aufgenommen von der Mannschaft, vom gesamten Staff. Fühle mich sehr wohl hier, auch in der Stadt, in der Mannschaft. Und es läuft auch gerade, das ist dann natürlich immer noch positiv. Und ja, kann von mir aus so weitergehen. Vielen Dank.